Läufer müsste er hinter sich lassen, um sich zu qualifizieren. Ich denke, das wird für Angelo Dolfini sehr schwer werden. Und weiter geht's mit einem Debütanten, George Cipper, 20-Jähriger aus Rumänien. Er beherrscht den dreifachen Axel. Wurde 13. in der Qualifikationsgruppe A und hoffentlich schafft er es, ihnen den dreifachen Axel auch zu präsentieren. Nicht ganz sauber zur Landung gebracht, aber der fünfte Läufer des Wettbewerbs zeigt also den ersten Königssprung. Bald der 20-jährige George Cipper die Faust. Gelungenes Programm, kleiner Fehler in der Landung des dreifachen Axels. Ansonsten vielversprechender junger Mann. Er lief zu Filmmusiken. Und der Film, der handelt von einem Landsmann, nämlich dem Grafen Dracula. In der Zeitlupe der dreifache Axel, hoch hinausgesprungen. Er muss da umsetzen. Am Ende, auch das gibt Abzug, aber zumindest die Standardnote wird höher sein als bei den vier Startern vorher. Wirkt noch etwas unausgegoren in der Präsentation. Aber ich denke, in dem jungen Mann steckt durchaus Talent. Wenn das in die richtigen Bahnen gelenkt wird, könnte er in die Fußstapfen von Cornel George treten, der es ja immerhin einige Male unter die ersten 10 der Weltmeisterschaft schaffte.
Die Kombination Dreifachflip, Doppeltulup, auch da muss der mit der Hand aufs Eis. Auch das gibt ein Zehntel Abzug trotz allem. Und ich habe schon gesagt, das liegt einfach an der höheren Basisnote. Wird sich George Cipa hier in Führung setzen. A-Note 4,3 bis 3,7 bis 4,6. B-Note 4,3 bis 4,9. Eigentlich ziemlich deutlich der erste Platz. Einmal aus Australien, kleiner Ausreißer. Setzt ihn auf Rang 5, sonst sind sich die Preisrichter einig.